Der heutige Anlass war, dass wir jetzt kurzfristig nach dem Abgang von Maciej Gomula einen neuen Cheftrainer der Mannschaft präsentiert haben. Im Trainerstab ist dann neben Achim Nolan als Cheftrainer, als neuer Cheftrainer auch Jasmin Muric mit an Bord. Der Kontakt ist entstanden über unseren Nachwuchsdirektor, der mit Achim Nolan schon eine Zusammenarbeit hatte. Und zwischen den etlichen Gesprächen, die wir geführt haben, auch unter den Bewerbern, haben wir uns letztendlich für Herrn Nolan entschieden, weil er genau die Philosophie des TSK vertritt, dass wir eine langfristige Zusammenarbeit anstreben, eine Entwicklung anstreben, die Maciej Gomula hier auch wunderbar eingeleitet hat und auch mit wesentlich gestaltet hat, an dieser Stelle anzuknüpfen und weiterzumachen. Wir sind überzeugt davon, dass Achim Nolan als Sportlehrer, letztendlich Sportwissenschaftler, das Theoretische mit dem Praktischen gut kombinieren kann, als Pädagogin einen guten Einfluss auf die Jungs haben wird und mit Sicherheit dann auch unsere Ziele dieses Jahr erreichen wird. Jasmin Muric habe ich eine persönliche Bindung zu, weil er schon als Jugendspieler unter mir gespielt hatte, seit Saisonbeginn im Club dann als Koordination und Athletiktrainer tätig war. Wir wussten von seinem Ziel, irgendwann im Seniorenbereich zu arbeiten. Diese Perspektive hatten wir ihm auch gegeben. Und es war ein super Anlass, jetzt ihn damit zu integrieren. Somit haben wir, denke ich, für Bezirksliga-Verhältnisse ein durchaus Top-Team auf die Beine gestellt, mit Achim Nolan als Cheftrainer, Jasmin Muric als Co-Trainer. Wir haben den Ingo Schmidt als Torwarttrainer mit dem Stab, Viktorina Boavida als Physiotherapeut und letztendlich Peter Schiffer als Teammanager. Damit, denke ich, haben wir im Amateurfußball mal wieder bewiesen, dass wir wirklich für Außergewöhnliches zur Verfügung stehen bzw. leisten können. Ja, also wenn ich Trainer im Fußball bin, dann habe ich natürlich vor, erfolgreich Fußball zu spielen und mit Leidenschaft das zu machen, was ich am liebsten mache, nämlich Ausbildung im Fußball. Ich bin hier hingekommen über einen Kontakt vom Serdar Demir. Wir kennen uns persönlich, haben uns zusammen gearbeitet und ich war angetan von den Rahmenbedingungen hier und glaube, dass ich hier was bewegen kann. Ja. Aber wie gesagt, Fußball ist Teamwork und da müssen wir halt abwarten. Die letzten Trainerstationen waren in Baumberg. Ist eigentlich meine Heimat. Es war ein Kreisligaverein und Bezirksliga TuS Borichert, aber das war mehr Zwischenfall sozusagen. Ansonsten habe ich bis vierte Liga alles trainiert und auch sportliche Leitung und Jugendkoordinator vorher gewesen. Und ich denke, dass ich da hier dem Verein TSK vielleicht weiterhelfen kann. Ich komme hier hin, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und letztlich habe ich auch dem Verein gesagt, wenn ihr nicht in die Landesliga wollt, grundsätzlich, dann braucht ihr mich nicht ansprechen. Ja? Weil darum geht, weiterzukommen und letztlich auch Erster zu werden. Also ich will jedes Spiel gewinnen. Ich kenne schon seit über einem Jahrzehnt den Erti und den Serdar, die ich beide sehr, sehr schätze. Und wir sind über die Jahrzehnte immer noch in Kontakt geblieben. Und es ist dann so dazu gekommen, dass ich über meine Fußballschule im Verein als Athletik- und Techniktrainer ein Jobangebot im Jugendbereich angeboten bekommen habe. Habe das jetzt seit 2 Monaten ausgeführt und dadurch, dass der Trainer und der Co-Trainer aufgehört haben, bin ich auf diesen Posten hier angesprochen worden. Und so kam es dazu, dass ich dann den Sprung über 4 Ligen gemacht habe.